Hallo Leute und willkommen hier auf LeoCraft. So, jetzt, wir haben ja im letzten Teil die Schalter eingebaut, wo man keine Ahnung gegen, was seine Belange gegenüber den Bunker-Admins verweisen kann. Jetzt brauchen wir da noch die ein oder andere Sache, und zwar eine Kiste, wo dann irgendwelche Sachen drin sind, die für einen reserviert sind, oder Keycards. Das kann man aber erst ab der 1.13. Ja, ich denke, ich werde den Bunker auf jeden Fall versuchen, dann für die 1.13 umzumodeln. So, dann sieht das auch halbwegs gut aus. Und da habe ich mir auch noch so eine Art überlegt. Zack, 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 dann sieht das halbwegs gleichmäßig aus. So. Irgendwie. Nee, wir lassen das. Ab hier wird dann so, wird das so gemacht. Ja, das sieht. Damit kann man leben. So, jetzt schauen wir mal, nur mal so, wie viele Items schon einsortiert wurden. Items. Und dass der Counter funktioniert, 20.440 wurde uns eben bewiesen. Es geht gut voran. Ja, ich denke, von innen muss es ja nicht so gut aussehen, es reicht, wenn es von außen schön aussieht. Und da werde ich mich jetzt gleich auch selbst überzeugen, beziehungsweise am Ende der letzten Folge haben wir uns kurz überzeugt. Ja, von außen sieht es auch ganz gut aus, denke ich. Also für Minecraft. Ja doch, das sieht ganz gut aus. Ja. Gut, dann können wir uns der nächsten Sache zuwenden. Es gibt noch jede Menge. Ah, was sie übrigens, was der Joecraft erwähnt hat, denn habe ich das gesagt am Anfang? Also, ich weiß es jetzt nicht genau, der Bunker hier, wie er ist, wurde nicht von mir gebaut, sondern von The Joecraft, und er hat, wie er selbst gesagt hat, er hat einen kleinen Fehler eingebaut. Und zwar hier unten muss das Signal eigentlich verneint werden, was er vergessen hat oder einfach nicht gemacht hat. Also in der Version, die ich habe, ist das gemacht, das habe ich selbst gemacht. So, jetzt gehen wir mal schnell weiter. Und schauen, wo es noch Probleme gibt. Eingangstor? Nein, nein, nein. Das ist auch übrigens so dieses Zellwerk. Hotel? Moment, was ist das? Ein Observer, der ins Leere geht? Tatsächlich. Der Joecraft, da fehlt was. Auf allen. Ebenen. Tatsächlich, da fehlt tatsächlich was. Oder? Nee. Moment, das ist jetzt die Frage. Registrierte. Ja, das könnte sein. Da kenne ich mich nicht mit aus. Es kann sozusagen sein, dass das hier alles richtig funktioniert. Das liegt daran, ob der untere Observer erkennt, wenn der obere hinten ein Redstone-Output gibt, ob der sich dann als Block verwendet. Das ist die Frage. So, hier haben wir alles gemacht, hier haben wir alles gemacht.
hier haben wir nichts zu machen, beziehungsweise aktuell nicht. Das könnte man mal verbessern, aber jetzt auch nicht. Dann Arkaden, da auf jeden Fall. Was kann man in den Arkaden noch Schönes machen? Auf jeden Fall hier diesen Block ausbessern. So, jetzt geht alles nach unten oder rein. Den Aufzug funktioniert. Das hier, ist das gemacht? Nein, das können wir machen. Das können wir machen. Das können wir machen. Hier, ich glaube, ich habe es euch schon mal gezeigt. Jedenfalls hier die Werkstätten des Bunkers. Ja doch, ich meine, ich habe es euch gezeigt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber noch nicht ganz fertig. So, wir richten auf jeden Fall jetzt die Bunkermünzen ein. Und zwar machen wir das auf einer Website namens mcstacker.bimmer.com. Jetzt überlege ich mir als Münze, was kann man als Bunkermünze verwenden? Entweder wir nehmen die Sonnenblume mit der ID. Oder. Schleimball sieht irgendwie nicht wie eine Münze aus. Feuerkugel. Der Emerald würde es machen, allerdings. Kann man aus Kaninchenfell eigentlich was machen? Glaub nicht, oder? Nee. Also nehmen wir die Sonnenblume und ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Seite mcstacker.bimbima.com. Stimmt, da muss ich die Aufnahme schnell. Ist da eigentlich ein Secret dahinter? Das hat mich. Nee, gut. Das hätte ich gedacht, dass hier hinter Secrets sind. Gut, das ist es offenbar nicht. Deswegen gehe ich jetzt echt auf die Seite. Bis gleich. Was für ein Command möchten wir? Wir möchten einen GIF. Nearest Player. Item, und zwar ist es Sunflower. Sunflower, gibt es tatsächlich so. Sunflower. Name the Item ist, wie habe ich das genannt? Da muss ich auch nochmal nachschauen, dass das ist auf dem Stift. Bunkermünze, gut. Bunkermünze. Das ist ein Item. Und dann müssen wir Bunker. Für den Redstone Bunker. Halt, es muss da unten dran, oder? Ja. Ich glaube, wir haben es. So, dann kopieren wir und fügen ihn jetzt gleich ein. So, ich habe hier schnell mal mein Aufnahmeprogramm umgeändert. So, jetzt können wir wieder nach Minecraft rein und passt hier rein. Ja, bitte. Geht doch. So, dann muss ich mir gleich mal in meiner Enderkiste festhalten. Gut. Das war suboptimal. So.
kopieren. So, jetzt können wir hier zwar hier müssen wir das machen, oder? Ja. Nein. Eine höher, das, ja, jetzt habe ich's. Eine höher muss es gemacht werden. Da irgendwie ranzukommen, geht am besten von der Seite. Hier muss es hin, oder? Sehr schön. Gut. Und wir haben hier unten ist irgendwo noch keine Ahnung was. Gut, wir haben auf jeden Fall jetzt hier geschafft, dass unsere Bunkermünzen hier ankommen und dass dann die Tür geöffnet wird. Das heißt, es sollte jetzt auch funktionieren, oder? Ah, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Wir brauchen noch irgendwie so eine Art Mini-Kondensator. So, jetzt sind wir bei 18. Zack. Und sehen, dass hier der Kondensator noch etwas verlängert werden muss. Hier deswegen. Doch unseren Block brauchen. So, jetzt muss es aber gehen. Ja, komm, jetzt geht's. Es ist so eine Frage des Austarierens. So, Bunkermünze rein. Durchgehen, Tür geht zu. Das ist schon fast etwas lang. Aber komm, hier kostet es ja auch nichts. Gut, als nächstes. Wie lange haben wir noch? Ja, das machen wir noch. Und zwar richten wir noch die Bunkermünze im Hauptlager ein. Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Auf der Seite ist, glaube ich, alles voll, oder? Ja. Machen wir die hier. Bunkermünze. Jo. Ja, Bunkermünze. Und dann muss man es irgendwie hinkriegen. Dass die fertig eingerichtet wird. So. So. Einmal oben auf dem Dach noch einrichten. So. Und den Rest Bunkermünzen
tue ich dann ja, der geht jetzt durch die Gegend und wird die Zahl hat sich erfolgreich auf 18 reduziert. Jo. Gut, ich sage dann jedenfalls Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald. Ciao, Leute.